Wie kommt der Einzelhandel zu Ladeinfrastruktur und wie kann sich das Ganze wirtschaftlich darstellen? Die Frage stellen wir uns ja immer wieder hier bei uns auf dem Kanal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gucke mir hier heute mal ein ganz besonderes Konzept an. Ich bin in Tensfeld beim Reitsport Dom und dahinter mir kommt auch schon der Tore. Hallo. Hi. Steve, im schönen Norden, ja. Wenn es auch heute nicht so schön ist. Moin, sagt man hier noch, oder? Machen wir Moin. Moin, Moin, sag mal. Das ist aber eigentlich schon gesappelt. Hier ist Moin, Moin. Ja, ist gesappelt, aber für einen ausländischen Berliner darf man das sagen. Okay, ich habe gerade schon eingeleitet, wir stellen uns ja die Frage, wie kommt der Einzelhandel zur Ladeinfrastruktur? Du hast hier Ladeinfrastruktur, ihr habt hier einen Reitsporthandel, den Reitsporthandel Dom. Und man sieht schon, so, da ist ein bisschen PV auf dem Dach. Und was das alles miteinander zu tun hat und wie das zusammenspielt, um dann letztendlich vielleicht sogar wirtschaftlich zu werden, das wollen wir uns heute anschauen, oder? Genau, das gucken wir uns an. Super, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, Tore, dann erzähl doch mal, was wir hier so oben auf dem Dach haben. Also, wie man schon sehen kann, PV und Reitsportdom ist gar nicht so weit auseinander. Wir haben bereits im Jahr 2013 eine Südanlage gebaut mit insgesamt 19,9 Kilowatt Peak, die, ja, wie man schon sieht, ein bisschen schon gealtert ist. Nichtsdestotrotz absolut noch zufrieden mit dem Ertrag. Und dann kam es dazu, dass wir letztes Jahr einen Anbau gemacht haben, wie man sehen kann. Und wenn man schon mal Erfahrung mit PV-Anlage gemacht hat, warum denn nicht das Ganze auf den Neubau auch wieder reinmachen? Weil ich denke, auch ohne Gesetz der Grünen sollten wir auf jeden Neubau eine PV-Anlage errichten. Klingt erstmal logisch und ich meine, ist ja auch der nachhaltigste Weg zu sagen, einfach, wenn ich sowieso etwas neu baue, dann mache ich da auch PV drauf. Jetzt schlagen wir mal ganz kurz die Brücke. Was hat das Ganze denn mit der Ladeinfrastruktur zu tun, die ich ja anfangs angekündigt habe? Genau, das Argument liegt eigentlich unter uns. Das ist nämlich die große Zuleitung und die Wandlermessung in dem Raum da drinne. Weil alles, was an Strom per Überschuss raus muss, kann ja auch per Strom als Ladung in die Säule. Das heißt, der große Punkt Netzausbau und Wandlermessung sind bei uns schon gegeben durch die PV-Anlage. Also ist das Letzte, was man eigentlich nur machen muss, eine Ladesäule aufstellen. Das bedeutet, wenn ich das jetzt mal grob zusammenfasse und sage, ihr als Einzelhandelsunternehmen sozusagen sagt, ihr macht sowieso einen Anbau, ihr baut ein neues Gebäude, wie auch immer, und man sagt, man macht dort gleich PV rauf. Logisch, weil man hat einen recht hohen Stromverbrauch, dazu kommen wir noch später, im Laden. Ne? Ihr wollt natürlich möglichst euren eigenen Strom verbrauchen. Ja? Dach bietet aber sogar noch mehr, als ihr eigentlich bräuchtet, und sagt, naja, dann machen wir halt mehr PV drauf. Und dann brauche ich ja sowieso den entsprechenden Netzanschluss. Ich brauche die Wandlermessung. Ich habe das alles schon. Also diese Kostenpunkte sind sowieso da. Und das sind eben diese essentiellen Kostenpunkte, die eben den Aufbau von Ladeinfrastruktur eigentlich immer so teuer machen. Richtig, weil es ist ja nicht nur die Säule, die zu bezahlen ist. Ja. Es ist ja das Kabel in der Erde, es ist der Zähler im Zählerschrank, es ist der Anschluss an den Trafo hier unten. Und wenn ich diesen eh habe, durch diese PV-Überschussregelung, weil ich muss den Strom ja physikalisch wegbekommen, wenn ich im Sommer einen schönen sonnigen Tag habe, dann kann ich die gleiche Leitung beim Strom ja glücklicherweise nutzen, um dann genügend Leistung auch in die Ladesäule zu schicken. Okay, also bevor wir uns jetzt und deine Ladeinfrastruktur angucken, die du hier zur Verfügung stellst, für Kunden, aber auch für jedermann? Öffentlich. Öffentlich, super. Sprechen wir mal darüber, wie viel PV ihr da oben auf dem Dach habt und wie viel ihr davon selber verbraucht, okay? Jawohl. So, jetzt etwas andere Perspektive. Tore, dann erzähl uns doch mal, was habt ihr denn da aufs Dach drauf gezimmert? Oh, mal ganz großkotzig gesagt, fast 100 Kilowatt Peak. Nee, also wir hatten 19,9, wie ich bereits erwähnt hatte. Und haben dann das gesamte Gebiet des Anbaus genommen und haben gesagt, da muss einmal PV rauf. Und das sind 75 Kilowatt Peak, die jetzt nochmal on top als Ost-West- und Südanlage dazugekommen sind. Warum jetzt 75 Kilowatt Peak? Ihr habt einen Reitsporthandel. Wie hoch ist euer Stromverbrauch? Habt ihr da drinnen drei so eine elektrischen Reitbullen oder was, wie man sie aus dem Fernsehen kennt? Ungefähr, aber wir haben natürlich 13 kW Dauerleistung durchs Licht. Wir haben eine Beleuchtung wie ein Intersport, wie ein wer auch immer.
Wir haben eine Wärmepumpe, die natürlich unsere Wärme und auch gleichzeitig unser Klima, sozusagen unser Klimakühlgerät im Sommer ist, weil das Ding ist hocheffizient gedämmt. Wenn ich da die Sonne auf diesen Glaskasten schauen lasse, dann ist das Ding wie eine offene Sauna. Deswegen, wir kühlen damit, wir heizen damit, wir sind bei 80.000 bis 90.000 Kilowattstunden im Jahr. Also wir haben schon einen hohen Energiebedarf. Also unser Laden hat allein schon eine Grundlast von 20 kW, Beleuchtung und so weiter. Und das Ganze möchten wir natürlich auch durch den Strom, also durch die Solaranlage auffangen. Deswegen auch die Großteil als Ost-West. Also 50 kW von den 75 Kilowatt Peak sind alleine schon als Ost-West ausgelegt. Da werden wir morgens schon anfangen, Strom zu sammeln, wenn der Laden aufmacht. Und auch dann möglichst bis Ladenschluss die ganze Zeit die Sonne sozusagen für uns gewinnen können. Du hast jetzt 20 Kilowatt Grundlast im Laden. Die alte Anlage, hast du mir vorhin erzählt, die ist ein Volleinspeiser. Das heißt also, da könnt ihr selber nichts abziehen. Von der 75 kW Peak-Anlage bleiben noch etwa so 55 kW übrig, oder? Die selber zu verbrauchen im Idealfall. Ideal, weil momentan haben wir noch keinen Akku. Ja. Wir sind dabei, einen anzuschaffen. Aber was kann man besser als speichern? Direkt verbrauchen. Und da kam natürlich der Gedanke, lass uns doch mal gucken, was wir mit Ladeinfrastruktur machen. Ich meine, die Mobilität muss sich wandeln. Warum denn nicht auch da als sozusagen Point of Sale auch dem Kunden eine Möglichkeit bieten, sein Auto, nachdem er hier bei uns angekommen ist, wir sind hier mitten im Nichts, das wird Steve euch bestimmt berichten können, dann das Ganze auch wieder vollzuladen. Ja, dann gucken wir uns die Ladeinfrastruktur mal an, was ihr da aufgebaut habt. Wir gehen runter und ihr kommt einfach mit. Jawohl. So, tada, da sind wir an eurem Compleo 50 kW CCS-Lader. Richtig. Mit 22 kW AC-Anschluss. Das Auto, was es kann, kann hier 22 kW AC laden. Gibt ja momentan. Der liegt ja jetzt mit 11 kW. Ne? Aber ich sehe schon, Skandal, kein Schademo. Ja, richtig. Ich bin da diskriminierend. Okay. Weil, ganz einfach, er hätte mich mehr Geld gekostet. Und wenn ich in 2020, 2021 eine Ladesäule anschaffe, bin ich nicht mehr bereit, einen Schademo-Anschluss zu machen. Weil wer hier mit seinem Typ-1-Fahrzeug ankommt, kann immer noch mit dem Adapter laden. An Typ 2 genau. Entsprechend. Genau. Ja. Die häufigste Frage, die sicherlich die Leute interessiert, ist, warum habt ihr euch unbedingt für einen Schnelllader entschieden? Ich meine, wir gerade bei uns auf dem Kanal, wir propagieren ja immer, wir brauchen auch langsam Ladeinfrastruktur. Aber jetzt steht hier ein 50 kW DC-Lader. Warum? Weil der Kreis Segeberg, in dem wir uns befinden, ein riesen Förderprogramm rausgehauen hat und sponsert insgesamt 25.000 Euro. Das ist ein riesen Batzen Geld, den dieser Kreis uns zur Verfügung gestellt hat, wenn wir hier ländlich Ladeinfrastruktur, die auch ein bisschen schneller ist, schaffen. Wir mussten mindestens 24 kW DC machen. Die Firma Compleo hat uns 50 gegeben, also haben wir es umgesetzt. Okay, und sicherlich auch ein Grund ist, du hast vorhin gesagt, Kunden fahren teilweise 150, 200 Kilometer Anreise. Jetzt gehen wir mal diesen Gedankengang weiter. Aktuell sind da noch sehr wenige mit dem Elektrofahrzeug dabei, aber werden ja zwangsläufig irgendwann mehr. Und dann möchtest du den Kunden natürlich auch die Möglichkeit geben, dass sie während der Verweildauer in eurem Geschäft sozusagen genügend Energie am besten nachladen könnten, um wieder die Rückreise antreten zu können. Das zum einen. Und zum anderen bin ich auch hier mit einem eigenen Fuhrpark unterwegs. Und was man jetzt leider nicht sehen kann, hinter dir steht ein Sprinter. Auch den benötigen wir derzeit noch auf Diesel. Nun soll es doch mal bitte kommen, dass wir in Zukunft diesen auch per batterieelektrischen Fahrzeug betreiben können. So möchte ich eventuell meine Flotte auch mal innerhalb kürzester Zeit wieder befüllen können, um wieder sozusagen mobil zu sein. Deswegen auch ein Punkt 50 kW plus 22 kW AC. Jetzt ist es ja natürlich eine Kombination, wie du es ja schon eingehend erwähnt hast. Also ihr habt quasi eine 75 kW Peak-Anlage, dadurch einen großen Netzanschluss, die Wandlermessung. Das heißt, es sind alles Sachen, die brauchtet ihr dann nicht mehr extra für diese Ladesäule anschaffen sozusagen. Ein großer Kostenpunkt ist da schon drin. Kann man jetzt schon davon sprechen, dass man sagt, wenn man das schon hat mit der PV, wenn man das jetzt mit plant, und dann kommt nur noch quasi die Säule und das hier, das Geraffel, das da hinlegen und sowas. Kann man dann schon davon sprechen, dass es dann irgendwann absehbar rentabel ist, dass sich dann Ladeinfrastruktur auch für so einen Fachhandel, für so einen Einzelhandel rechnen kann? Also die Bundesregierung tut gerade alles dafür, weil wir haben unter anderem das Ladeinfrastruktur-Vor-Ort-Programm, was sich exakt an solche Betriebe wie uns richtet, was, glaube ich, mit 300 Millionen Euro auch versucht, da zu fördern. Auch alleine mal geguckt auf die Zukunft, würde ich sagen, ja, wenn ich sowieso PV-Anlage habe, ich produziere PV-Strom, EEG-Umlage wird weniger. Das heißt, ich kann meinen PV-Strom auch direkt abgeben, ohne Kosten zu haben. Das heißt, ich kann meinen Strom dem Kunden
kostenlos, wenn ich es möchte, oder auch zu fairen Preisen, wie ich immer sage, abgeben, um so das Modell schnell tragen zu können. Klar, mit einer Förderung schneller, aber auch so bin ich dabei, dass es absolut möglich ist, so ein Ding rentabel zu betreiben. Und eine andere Sache, das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass jeder Einzelhändler hier sofort 50 kW DC aufbauen muss. Man könnte das ja genauso machen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wärt jetzt irgendwo im urbanen Raum ansässig oder was weiß ich nicht, oder eure neben euch würden noch vielleicht Nachbarn zur Miete wohnen und könnten nicht laden. Dann kann man das natürlich auf seinen Parkplätzen genauso mit mehrfach kleiner AC-Ladeinfrastruktur machen. Es ging halt hauptsächlich darum, dass ihr gesagt habt, ihr habt den großen Stromanschluss, der ist sowieso da. Für die PV-Anlage und was mache ich am besten mit dem Strom? Auf dem blanken Papier stand am Anfang mal 2x 22 kW AC als Ladeinfrastruktur für unser Unternehmen. Aber als dann die Strukturen gewachsen sind, die PV-Anlage hatte nachher eine dimensionierbare Größe, der Stromanschluss war dimensionierbar, der Wandlermesser war 90 kW, dann wussten wir, okay, wir haben eh die Kapazitäten, hier DC-Infrastruktur hinzustellen. So ist es gewachsen. Und dann ist sicherlich auch die Frage gewesen, 2x22 kW AC ist schön und gut. Hinter dir, seht ihr leider nicht, steht eine Zoe, das ist in Ordnung. Aber welches Fahrzeug kann 22 kW AC? Und da ist dann halt eben die Frage, eine Abwägung dahinter, was bringt für euren Fall hier den größten Nutzen? Genau so. Ja. Okay. Ich danke dir vielmals, Tore, für den Einblick und ich würde euch bitten, gerne mal unten in die Kommentare reinzuschreiben, wenn ihr noch etwas zu der Anlage wissen wollt und wie ihr das Ganze findet. Wie seht ihr das Thema Einzelhandel verknüpft mit Ladeinfrastruktur? Wir haben hier einen Fall gezeigt, wie das im Fall mit PV verknüpft tatsächlich sogar eine rentable Geschichte werden könnte. Und schreibt es gerne unten in die Kommentare und denkt dran, was immer kommen muss. Abonniert den Kanal, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt. Und gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch Tores Einstellung gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann gebt uns einen Daumen nach unten. Dann schreibt aber in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, weil nur dann können wir auch Sachen anders machen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei dir und bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein ausgebrannter Porsche? Schnitt. Kommt alles in die Outtakes. Also wir haben tatsächlich nur eine Grundlast von 20 kW. Das kommt natürlich davon,